Servus, der Marc von Pisa Juvin ist hier und bei mir ist die liebe Jasmin. Wir haben ja schon ein paar Videos gemacht. Ne? Ja. Und heute mal wieder eins. Heute machen wir Industrial, etwas flacher. Du hast schon ein bisschen was auf den Ohren drauf. Und das wollen wir anpassen. Ich habe gesagt, das sind Notfallkugeln, also normal läuft sie nicht so rum. Muss ich sagen. Ja, und wir werden dann jetzt beim Industrial auch später hier einen Ring reinmachen. Da kommt eine kleine Kugel hin, da dann auch kleiner und dann sieht das Ganze wieder etwas, sag ich mal, entschärfter aus. Ja. Wobei, wenn es gefällt, ist ja auch was gefällt, aber mir wäre es zu viel. Dir auch. So, dann nehmen wir an. Dann eher waagrecht, also du hast dich genau versprochen, also horizontal ist so der Horizont und das ist vertikal. Wir werden dann eher horizontaler machen, um den Abstand üben. Können wir es nicht so tief von dem Band machen? Nein, doch, natürlich. Wir machen das so, wenn wie ich zu X will und dir wird so gefallen, versprochen. Wenn ich es anatomisch will, das haben wir jetzt gemacht. Manche Kunden geben nämlich ihr Selbstbestimmungsrecht an die Tür ab, wenn sie herangekommen. Nein, Spaß beiseite. Ich höre eh auf dich, aber ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß ja, was Frauen wollen. So. So, meine Liebe, guckst du mal. Warte, ich gebe dir auch den Bier nicht drauf. So. Also, siehst du den ersten Punkt? Ja, jetzt weißt du nicht. Tja, das ist das Geheimnis. Der ist da hinten. Und da gibt sich dann ein Linchen, ich zeige es dir. Das wird dann so laufen. Ah, okay, ja. Ja, mal schauen, ich finde, wenn wir jetzt so gehen, da sind wir zu nah, finde ich schon dran. Das gefällt mir persönlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir zu viel. Und ich finde den Winkel, er ist jetzt recht geil. Ja, aber ich will es eh nicht zu stark haben. Also, das ist zu. Genau. Das wird ja auch dann irgendwie. Ja, das ist, wird auch zu maskulin, finde ich oft. Genauso ist es. Also, bei den Frauen, wenn es ein bisschen flacher ist, ist es einfach femininer. Männer machen es oft einen Tick steiler. Aber in deinem Fall finde ich es perfekt so. Passt es? Machen. Gott, siehst du, ich wusste doch, dass das zufrieden ist. Leider, weil es das zehnte Video, das wir angefangen haben. Wenn nichts gefaked, letztens war wir mein Team, die Videos dann posten oder nochmal die machen die Thumbnails, den Rest mache ich. Ich mache ja den Intro, Outro, mache ich hinlade es auch bei YouTube und die machen dann noch einen Thumbnail dazu. Und dann haben sie mich gefragt, dann sage ich, warum ist das Video nicht gepostet? Dann sagt sie, ja, da haben sie beim, das war eine neue Mitarbeiterin, da haben sie beim Anfang, haben sie sich erst kurz versprochen irgendwas. Also ja, und, scheißegal. Ja, wir mussten eben das drin lassen, sondern haben es rausgeschnitten und es ja genannt. Bei mir ist wirklich jedes Video ist ein One-Shot, also ich drücke drauf und dann schalte ich es aus, wenn es fertig ist. Und erst dann, also wenn jetzt quasi was. Es geht um die Business. Wenn mir das Ding runterfällt oder keine Ahnung, eine Bombe einschlägt, dann ist alles im Video, weil ich nichts rein oder rausschneide. Ich mag keine, bei sowas finde ich, ist es einfach wichtig, dass das ein authentisches Video ist. Also bei so viel YouTube muss ich schauen, wie viele Schnitte die machen. Das ist ja irre teilweise. Die können ja nicht mal einen Satz am Stück sprechen. Das ist crazy. Ja, teilweise muss ich echt bei manchen denkst du, das gibt's ja nicht. So, 28. Bist du nicht alt, sondern mit der Länge von der Pizza. Dankeschön, dankeschön. So. Was ich fragen wollte ist, was ist mit dem Wildfleisch? Ist das sehr anfällig? Weil das ja auf der Antibasisseite da ist. Auf der Innenseite meinst du außen, ja. Also, nein. Ja, vielleicht, nein. Ich weiß nicht. Also, alles etwas. Die Wahrheit ist, die gibt Menschen, die ziehen Wildfleisch chronisch an. Ich weiß es bei dir nicht mehr, ich glaube aber nicht, nein, dass du ein Wildfleisch-Typ bist, oder? Ja, ich bin nur sehr schwer allergisch auf Nickel und ich habe alle Ausnahmen müssen. Genau, aber haben wir ja nicht, wegen, ne, weil wir alles Nickelfreies haben, bei uns ja immer. Also, ich glaube generell glaube ich nicht, dass das ein Wildfleisch-Thema ist. Also wenn man eins kriegt, kriegt man eins. Mhm. Ob ich jetzt einen Helixstrich, einen Tragus oder einen Industrial, das wird dann wurscht sein. Aber prädestiniert dazu ist es nicht. Nein, ich habe nur sehr viel Hautabschwer. Also, ich muss immer putzen, meine Piercings. Ja, das ist vom Teig, dann schuppen sich die meisten. Ja, also, das ist eigentlich so ganz einfach nicht schlecht. Dann hast du eine gute Zellerneuerung. Im Zweifel ein Positivum. Nichts, wo man sagt, oh, das wäre so. Ist was? Jetzt macht so komische Geräusche auf einmal. Ich
da habe ich eigentlich keine Schmerzen, so viele Business wie ich habe. Naja, das ist ein Blödsinn. Das ist, die Leute sagen oft so nach dem Motto, auch gerade Videos, wenn diese Leute haben mit so vielen Piercings, die dann sagen, ja, ich darf jetzt keinen Schmerz zeigen oder so. Also bei dem Industrial ist es einfach so, dass du, das tut weh. Der erste Stich hat jetzt weh. Bleib davon. Das ist ganz lustig. Die meisten, oft werde ich auch gefragt, ob ich, wenn ich dann so sage, so, passt, dann sagen die, und wann kommt der zweite Stich? Dann ist es schon fertig. Wie? Ja, es ist nur der erste. Ganz oft so. Viele kriegen jetzt unteren nicht mehr mit. Die gucken mich dann wie jetzt an, sagen so nach, dann machst du weiter und ich sage, es ist schon drin. Alles ganz lustig. Und drin spürt gar nichts. Ich bin froh. Kann schlimmer sein. Oh ja. Nice. Oh ja. Gefällt dir der Winkel? Gefällt dir die Stellung? Ist alles okay? Ja, es ist voll der beste Becken sonst. Und ich sehe, wir haben immer noch genug Abstand zu den alten Löchern von unten. Das war mir auch wichtig, die aber auch. Mhm. Und ich würde halt, wie gesagt, kugelmäßig alles dann die anderen ein bisschen kleiner machen, dass es in das schon das Dominanteste von allen bleibt. Und dann ist so, ich gehe mal die Pflege durch, meine Liebe. Erster Schritt, Hände waschen, desinfizieren. Dann bitte Pronto den Spray nehmen, das kennst du, ich sag's, wenn ihr das Video noch nie gesehen haben. Einsprühen bitte vorne, hinten, bitte die Außenstellen auch nicht vergessen. Das ist schon der Lymphs gegen viel Gel. Als nächstes, wenn man es gereinigt hat mit der Küchenrolle, kommt das Gel drauf. Da bitte dünn auftragen, vorne, hinten. Du nimmst gerne ein bisschen mehr. Der Sinn und Zweck vom Gel ist, dass es einen unsichtbaren Verband macht. Das heißt, wenn man so eine Schicht drüber hat, ist es gewollt. Und du machst dann einfach lieber ein bisschen mehr drauf. Das darf man auch. Im Zweifel besser als zu wenig, logischerweise. Aber übertreiben brauchen wir es auch nicht. Duschen, Sport, Haare waschen, ab morgen. Was? Haare färben bitte 6 Wochen nicht. Weißt du nicht. Mhm. Und zu langem dann vor Sauna, ganz am 3 Wochen verboten. Wir sehen uns wieder in 6 Wochen. Yes. Mit Kontrolle wechseln. Fragen, Wünsche, Bestellungen, Anregungen, ich dachte, wann darf ich wieder fliegen? Ich glaube, das sind so gemischte Marken und dann, dass man nicht fliegen darf, die ersten 2-3 Tage. Warum? Weil ich nächste Woche im Flug habe. Ja, aber warum darf man nicht fliegen? Ich weiß es nicht. Wo fliegst du denn hin? 2 Stunden kurz in Barcelona. Na, darfst du hin. Nein. Das muss ich machen, das fliegt dann. Ich sag dir, wie es war. Wir haben vor dir in Barcelona mal eine Sprache gesprochen, vor 4 Wochen da. Mhm. Bist du Spanisch? Hola. 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 Nein, das war für Italienisch. Achso, nein. Ja, ¿qué tal? ¿Qué tal bien? Nichts verstehen. Ja, alle. Okay. Egal. Also, fliegen. Also die Wahrheit ist die, du kannst natürlich fliegen damit. Ich weiß nicht, wo diese Geschichten herkommen, aber es ist gut, dass wir sowas im Video haben. Es gibt wirklich keinen Grund, weil was passiert beim Fliegen? Wir heben ab. Wir haben einen Druckunterschied, der Kabinendruck wird gesenkt auf 0,8 Bar. Hier haben wir 1 Bar, 0,8 hast du auf 2000 Meter Höhe. Deswegen wirst du beim Fliegen auch müde, wenn du am Berg bist. Und wenn du landest, bist du auf dem normalen 1 Bar. Und mehr passiert nicht. Und ob du dein Ding jetzt auf den Berg steigst oder nicht, ist auch wurscht. Also ja, das Ding ist da vollkommen egal. Keine Ahnung, wo es herkommt. Also, ich habe es zufällig gesehen vor ein paar Tagen. Absolut. Also auch beim Schleimhaut-Business, egal was ihr wollt, die kommen ja wirklich in Fliegen gleich einen Tag heim. Gut, in diesem Sinne haben wir es geklärt. Viel Spaß in Barcelona. Euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.